Heute wollen wir uns mit dem CB Plus Panel beschäftigen, was letztendlich für die Heizungssteuerung und für unseren Boiler, unseren Wasserboiler zuständig ist. Das Panel finden Sie in der Regel über dem Eingang verbaut. Das ist dieses Gerät vom Aufbau. Wir haben hier die erste Zeile und eine zweite Zeile. In der ersten Zeile würden alle aktiven Geräte, die also gerade an sind oder laufen, angezeigt werden. Nachdem die erste Zeile hier bei uns leer ist, bedeutet das, dass auch kein Gerät an ist. In der zweiten Zeile haben wir das, was jetzt gerade symbolisch blinkt, wäre unsere Heizung. Rechts daneben ist unser Boiler und hier hätten wir nochmal den Lüfter. Wir stellen jetzt gemeinsam die Heizung an, das heißt, wir gehen auch mit dem Cursor auf die Heizung. Das, was blinkt, ist quasi gerade angewählt und alles, was ich jetzt aktivieren will oder anstellen will, muss ich einmal immer bestätigen mit Tastendruck. Das heißt, ich drücke hier einmal drauf, dann sagt er mir, Heizung ist aus, das stimmt auch. Und jetzt kann ich letztendlich auch die gewisse Gradzahl, die ich hier drin haben will, einmal einstellen, zum Beispiel 20 Grad. Ich bestätige aber immer jede Auswahl und jetzt springt er mir hier oben in die erste Zeile. Heißt, läuft über Gas, Flammensymbol bedeutet, das ist die Heizung, die ist an und mein Lüfter wird zwangsweise im Eco-Modus dazugestellt. Das heißt, jetzt würde auch die Heizung automatisch anlaufen und mein Fahrzeug auf 20 Grad erwärmen. Wenn ich diese Heizung wieder ausstellen will, muss ich wieder auf die Heizung, einmal Heizung bestätigen und muss jetzt wieder auf Aus bzw. Off gehen, einmal wieder auf bestätigen und jetzt springt er mir hier oben wieder aus der ersten Zeile raus. Das heißt, Heizung ist aus. Rechts daneben die Symbolik ist der Boiler, den wähle ich jetzt auch an. Selbes Prinzip, einmal bestätigen, sagt er mir, es ist aus. Jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten, das Wasser entweder in den Eco-Modus zu stellen, das heißt, er würde das Wasser auf ca. 40 Grad erhitzen. Dann interessant, wenn ich zum Beispiel alleine duschen will, da muss ich nicht lang das Mischungsverhältnis zwischen kalt und warm finden, sondern drehe einfach warm auf, dusche einmal ab. Langt aber dann von der Wassermenge her nur für eine Person. Also wenn Sie zu zweit duschen wollen oder hintereinander, dann sollten Sie das Wasser auf 60 bzw. 65 Grad erhitzen, dann haben Sie natürlich mehr heißes Wasser unterm Strich. So, Eco-Modus, wie gesagt, 40 Grad Wasser. Hot-Modus, das wären jetzt 60 bzw. 65 Grad. Und einmal den Boost-Modus, das heißt, hier würde er mit Prio 1 die Warmwasserversorgung hernehmen und würde die auch womöglich schneller erhitzen. Das heißt, wenn noch andere Gasgeräte laufen, würde er die von der Priorisierung anders wählen. Zum Beispiel Hot-Modus, ich möchte 60 Grad Wasser, bestätige ich einmal. Und jetzt springt er hier oben wieder in die erste Zeile. Heißt für mich, Boiler ist aktiv. Natürlich bitte den Boiler nur benutzen, wenn auch Wasser im Boiler ist. Der blinkt jetzt im Prinzip so lang, bis mein Wasser dann auch letztendlich erhitzt ist. Wie stelle ich ihn wieder aus? Einmal draufdrücken, auf Off gehen, immer alles bestätigen, was ich machen will. Und jetzt springt er wieder oben aus der ersten Zeile raus. Die Belüftung stellt sich automatisch mit an, wenn Sie also die Heizung aktivieren. Erst dann könnten Sie hier in diesen Lüftermodus noch eingreifen und könnten den höher stellen. Im unteren Bereich haben wir Werkseinstellungen. Da können Sie also Werkseinstellungen auch ändern oder eine Zeitschaltuhr aktivieren. Das würde ich Sie bitten, da aber nochmal in der Bedienungsanleitung genauer nachzulesen. Das würde jetzt den Rahmen dieses Präsentationsvideos etwas sprengen. Wenn die Heizung an ist, haben Sie immer 40 Grad Wasser, weil es ein Kombigerät ist. Wir sprechen hier von der Truma-Heizung, die eben den Boiler integriert hat in der Heizung. Und da haben Sie, wie gesagt, immer 40 Grad Wasser. Nur wenn Sie dann 60 Grad Wasser wollen, dann müssen Sie nochmal separat zusätzlich den Boiler anstellen.